Ich bin jetzt fertig. Das ganze Fass voller Äpfel ist vergiftet. Und diese ganzen vergifteten Äpfel werde ich jetzt in der Stadt verteilen. Und im Anschluss werde ich endlich die Lami-Familie vernichten. Ja. Moment mal, was hüpfst du denn hier rum, Lea? Ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen, Papa. Oh, ist ja gut, ich stehe schon auf. Oh, du bist so eine Schlafmütze, du hast die Nacht ja nichts mitbekommen. Oh, ich weiß, und am liebsten würde ich einfach weiterschlafen. Gute Nacht, Lea. Papa, du musst aufstehen, es ist ganz wichtig. Wir müssen jemanden wegschnetzeln. Wegschnetzeln, da bin ich dabei, Lea. Oh, ich wusste es. Du bist der beste Papa. Oh, aber warte mal, wen sollen wir denn jetzt wegschnetzeln? Oh, in der Nacht stand die Hexe wieder an mein Fenster. Oh. Aber dann habe ich die einfach verloren. Die Hexe. Du meinst wohl die Hexe, die mit den Apfel dich vergiftet hatte letztens, oder? Ganz genau diese Hexe. Und du hast mir versprochen, wir müssen die suchen und oh, Lea, glaub mir, das werden wir auf jeden Fall machen. Oh, okay, aber warte mal, wo fangen wir jetzt überhaupt an zu suchen? Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, Papa. Vielleicht fragen wir ein bisschen der Stadt rum oder so. Es gibt auf jeden Fall eine Sache, die ich weiß. Und auf jeden Fall sind Hexen in der Nacht immer besonders aktiv. Papa, die hat mich so doof angestarrt. Ich hatte ganz schön Angst. Oh, du kleiner Angsthase. Oh Mann, ey. Oh Mann, hoffentlich finden wir die Hexe. Die hat nur Böses verdient. Die wollte mich umbringen. Oh, da hast du recht. Wir müssen die Hexe auf jeden Fall verprügeln. Hey, du da, Postbote. Kannst du uns vielleicht helfen? Moment mal. Womit soll ich euch denn helfen? Ich bin doch nur ein normaler Postbote. Moment mal, ganz, ganz wichtig. Na gut, dann schieß mal los. Hast du so eine Hexe gesehen? Die hat so ganz komische Klamotten an und sieht total böse aus. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, gestern in der Nacht habe ich auf jeden Fall ein Mädchen gesehen, die hatte lilane Haare, aber die sah nicht wirklich aus wie eine Hexe. Ich glaube, das ist die. Und wo hast du die gesehen? Lass mich überlegen. Das war neben der Schule irgendwo. Und dann hat die mir auf jeden Fall einen leckeren Apfel gegeben. Ein Apfel? Papa, das war bestimmt ein Apfel, den die mir auch gegeben hat. Oh, Moment mal, Postbote. Was ist mit diesem Apfel? Wo ist der? Der ist bei mir zu Hause. Den esse ich auf jeden Fall nach der Arbeit auf. Stopp, das darfst du auf keinen Fall machen. Der ist total vergiftet. Moment mal, ihr wollt mich doch veräppeln. Der Apfel ist doch niemals vergiftet. Papa, erzählt ihm schon. Der Apfel ist auf jeden Fall vergiftet. Wenn du diesen Apfel isst, dann wirst du... Naja, wie soll ich sagen? Dann wirst du ins Gras beißen. Hey, aber woher wisst ihr das?
Oh, glaub uns, das ist eine böse Hexe, die will die ganze Stadt vergiften. Oh, ganz genau, die hat schon mich vergiftet und jetzt sind die anderen dran. Das ist gar nicht gut. Na gut, ich werde das auf jeden Fall in die nächste Zeitung schreiben. Oh, sehr gut, Postbote. Und falls du die nochmal siehst, musst du uns ganz schnell Bescheid sagen. Oh ja, das mache ich. Na gut, dann sag bitte dem Rest der Stadt Bescheid. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh Gott, vielleicht hat der Obdachlose ja auch schon einen Apfel bekommen, oder? Oh, Papa, wir müssen sofort nachfragen. Oh, ich habe eine ganz wichtige Frage an dich. Was ist denn los, kleines Mädchen? War hier so ein Mädchen mit lilanen Haaren? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja, ich glaube schon. Also, ich habe sie nach ein bisschen Kleingeld gefragt, aber stattdessen hat sie mir nur einen Apfel gegeben. Oh nein, Obdachloser, du darfst diesen Apfel auf keinen Fall essen. Moment mal, was? Warum das denn? Der ist noch schlimmer als dein Alkohol hier. Der vergiftet dich und bringt dich ins Krankenhaus. Moment mal, ich trinke doch gar keinen Alkohol. Das ist alles nur Cola. Alles klar, wenn du sagst, aber was ist denn, wenn ich ganz großen Hunger habe? Dann fragst du lieber mal in der Bäckerei nach. Aber diesen Apfel, der bringt dich nur ins Grab. Ins Grab? Nein, ich möchte noch nicht ins Grab. Oh, das wollen wir alle nicht. Deswegen musst du mir dringend sagen, wo diese Hexe hingegangen ist. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, das war neben der Schule den Berg hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Neben der Schule den Berg hoch? Oh. Aber wir sollten auf jeden Fall mal gucken gehen. Das sind gute Informationen. Danke dir, Obdachloser. Moment mal, habt ihr noch ein bisschen Kleingeld für mich? Leider nicht und wir haben auch keine Zeit. Tschüss. Moment mal, ich kann dir trotzdem noch ein, zwei Diamanten geben, bitteschön. Oh, Papa, du bist so lieb. Dankeschön, tschüss. Oh, Lea, mit der Information können wir auf jeden Fall einiges anfangen. Jetzt brauchen wir beide nur noch ein Schwert und dann können wir die Hexe suchen gehen. Oh ja, und das Gute ist, oder eher das Schlechte ist, wir wissen, die Hexe ist auf jeden Fall noch hier in der Stadt. Oh ja, und wir wissen auf jeden Fall, dass sie sich irgendwo da oben auf dem Berg befindet, Lea. Ich würde sagen, Lea, ich hole jetzt mal ganz schnell ein paar Schwerter und du wartest hier und du gehst auf gar keinen Fall ohne mich los, okay? Oh, das würde ich mich doch gar nicht trauen. Und danach suchen wir die Hexe und schnetzen die weg. Alles klar. So, dann hole ich mal die Schwerter. Oh, Freunde, bevor Papa mit den Waffen und der Rüstung wiederkommt, habe ich eine wichtige Aufgabe an euch. Ihr müsst es schaffen, 5 Kommentare hintereinander zu schreiben, etwas Nettes über mich, Emily oder Lami, ohne von jemand anderem gestört zu werden. Und wenn ihr das schafft, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Herz von mir. Oh, Lea, da bin ich. Oh, Papa, sehr gut. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Da, bitteschön, einmal deine Rüstung und dein Schwert. Oh, vielen Dank, Papa. Gut, jetzt sind wir ausgerüstet. Okay, dann würde ich sagen, ab auf den Berg, Lea. Oh, meinst du denn, wir finden die Hexe, Papa? Ich hoffe doch. Oh. Siehst du das, was ich sehe? Oh. Oh nein, was ist das denn? Die verteilt ihr hier wirklich überall in der Stadt rum, damit so ganz normale Kinder die Äpfel finden und einfach aufessen. Oh, das ist so eine böse Hexe. Und hier ist schon der nächste Lami. Oh oh, ich sehe auch schon den nächsten. Oh Mann, die ist so böse. Was soll das denn? Die tut hier allen weh in der Stadt.
das machen halt böse Hexen. Hier ist noch ein Apfel leer. Oh Gott, aber wo ist dieses komische Hexenhaus? Das werden wir bestimmt bald finden. Oh, warte mal, da ist noch ein Apfelami. Oh Gott. Oh, Moment mal. Was denn? Was ist das denn da vorne? Das sieht aus wie ein gruseliges Haus. Oh, Lea, wir müssen langsam sein, okay? Oh, nicht, dass sie hier irgendwelche komischen Fallen hat. Wow, was ist denn jetzt passiert? Oh Gott, meinst du, die hat uns schon gesehen? Ich glaube, die erwartet uns, Lea. Oh, wir müssen da jetzt durch, Papa, wir müssen die wegschnetzeln. Oh, alles klar, dann würde ich sagen, hey! Wir sind von der Polizei. Komm jetzt raus, du böse Hexe. Ganz genau. Wir wissen, dass du hier drin bist. Komm doch rein. Ich erwarte euch. Oh, Papa. Wir müssen jetzt wirklich stark sein. Okay, ich habe noch ein paar Halttränke. Falls du einen brauchst, dann ruf mich einfach, okay? Oh, sehr gut, Papa. Ich würde sagen, ich störe einfach rein. Hey, kleine Göre, dich kenne ich doch. Na, ganz möchtest genau. Du, möchtest aber du vergiftet jetzt? Werden? Oh nein, jetzt werde ich dich vergiften und dein schlimmster Albtraum sein. Oh, Moment mal, das ist unfair. Hey, wer bist du denn? Oh, ich bin Lami und ich helfe Lea. Oh, das ist mein Papa, Hexe. Leg dich nicht mit der Lami-Familie an. Moment mal, nein. Wir haben es wirklich geschafft, Lea. Und du hast hier sogar den finalen Stoß gegeben. Oh ja, das hat sich so gut angefühlt. Aber Papa, schau doch mal, hier sind noch mehr Äpfel. Oh, Lea, weißt du, was da hilft? Was denn? Wir müssen hier alles hochsprengen. Warte, was machst du? Oh Gott, Papa, du bist doch echt verrückt. Ach Quatsch, das macht doch Spaß, Lea. Dann würde ich sagen... Möchtest du das TNT anzünden? Oh ja, das mache ich liebend gerne, Papa. Somit haben wir alles ausgelöscht. Und, das wird ein Feuerwerk. Und wow! Oh, jetzt ist wirklich alles weg, Papa. Oh ja, das haben wir gut gemacht. Oh ja, aber Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und Freunde, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Ich würde mich sowas von freuen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ciao! Hey Freunde, ihr seid ja immer noch da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich hier abonnieren. Und auf dieser Seite findest du noch ein altes Video von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss!